Okay, und weiter geht's mit Toonstruck. Ich habe ja gesagt, ich will heute noch ein bisschen näher ans Ende des Spiels kommen. Ja. Leider musste ich mir gerade von einem guten Freund ein wenig Hilfe besorgen, der dieses Spiel in- und auswendig kennt und über alles liebt. Denn von alleine wäre ich auf diese Lösung nie gekommen. Und ich denke mal, ihr auch nicht. Unter anderem ist der Hauptgewinn völlig nutzlos. Diesen brauchen wir überhaupt nicht. Denn es geht wie alles um ein kleines Wortspiel. Eis, Scholle. Eis, Scholle. Ja, ihr habt's richtig gehört. Wir haben den falschen Fisch. Wir brauchen die Scholle. Das heißt nochmal den guten Hauptgewinn, den Pufferfisch, da runterspülen. Cheerio, Pufferfisch. Los, Fischi! Wie sieht die Scholle überhaupt aus? Scholle. Mittelselten, geht schon. Okay, dieses grüne Ding da. Nein, nein. Ach, da war's. Na kommt. Ja. Scholle. Ah! Ich bin gerade nicht zu lahm. Na komm. Mist. Den wollte ich nicht. Hör auf mit diesen Toilettenscherzen mal. Ich weiß, du kannst es besser. Sobald Sie bereit sind, Captain, Spülfisch, 4 Wäsch nach Backbord. Los, Fischi! Na komm. Komm. Ja. Dem wollte ich auch nicht. Hör auf mit diesen Toilettenscherzen mal. Ich weiß, du kannst es besser. Los, Fischi! Na komm. Ah, die Scholle klingt anders. Mist. Hör auf mit diesen Toilettenscherzen mal. Ich weiß, du kannst es besser. Okay, ich mache meinen Ton ein bisschen lauter, damit ich es besser höre. Sobald Sie bereit sind, Captain, Spülfisch, 4 Wäsch nach Backbord. Okidoki. Los, Fischi! Ja! Endlich. Netter Fang. So. Endlich haben wir
den richtigen Fisch aus der Toilette. Ah, noch was. Auf das ich niemals, niemals, niemals nie gekommen wäre. Ups. Hallo Jungs, wie läuft das Geschäft? Schmerzhaft. Das ist doch schön. Probiert noch mal den Boxhandschuh aus. Könnten Sie mir nicht noch mal den Handschuh vorführen? Hören Sie zu. Auf einen einfachen Knopfdruck hin, kloppt dieser Handschuh Ihrem völlig überraschten Gegenüber den Schmalz aus der Birne. Der Typ am falschen Ende dieses Wundergeräts sieht garantiert Sterne. Klappt jedes Mal. Sehen Sie her. Blutig. Ja, man kann die Sterne mitnehmen. Da, wo die herkommen, gibt es noch viel, viel mehr davon. Wärt ihr darauf gekommen? Wärt ihr darauf gekommen? Ja. Ich bin es nicht. Und damit haben wir jetzt auch eigentlich, soweit ich weiß, alles, was wir brauchen. An die Pfefferschote, wie man da rankommt, weiß ich noch überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist auch gerade nicht wichtig. Oder was meinst du, Fluffy? Doch? Ich wollte mir nicht alles spoilern. Ich wollte mir nur ein paar Tipps holen. Dann wollen wir doch mal sehen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. So. Eis. Scholle. Morgen. Morgen. Stern. Und Systemanalyse. Was soll's? Versuch es weiter. Sogar ich habe ab und zu mal einen schwächeren Tag. Bogen? Was habe ich denn jetzt noch falsch? Salz? Brot? Kein Wort jetzt. Und das gilt für euch beide. Okay. Ah, Brot und Spiele wahrscheinlich. Okay. Salz und... Salz und... Ja, Pfeffer, aber Pfeffer habe ich nicht. Wir sind wohl ein wenig vergesslich, wie? Denk daran, die Maschine besteht aus 12 Bauteilen. Salz und... Hammer? Ich glaube, du stehst kurz vor dem Rande eines Durchbruchs. Okay, der Hammer ist es nicht. Salz. Einmal besteht Genie aus 10% Schweiß und 90% heißer Luft. Salz. Eine vergoldete Gießkanne.
Ein roter Gummihandschuh. Ein wirklich abstoßendes Fliegenkostüm. Komplett mit großen Glubschaugen, ledernen Flügeln und klebrigen Saugnäpfen an den Füßen. Vergesst eure Sachen nicht. Eureka, ein weiterer Durchbruch. Nein, so nicht. Forschung soll etwas Heiteres sein. Also nochmal. Ja. Pfeffer, Salz und Pfeffer. Oh Gott. Aber wie kommen wir an die Pfeffershow dran? Also, wir haben doch inzwischen alles, oder? Ja, ja, du hast ja recht. Ich könnte sie aufspießen, aber davon hätte ich sie immer noch nicht durch den Dornenbusch gebracht. Eine vergoldete Gießkanne. Glocken. Das ist eine Niedlinger Pfefferpflanze. Lateinisch Pfefferium süssum ad coxem. Okay. Das ist eine Niedlinger Pfeffer. Ist okay. Das ist nicht ganz mein Stil. Ich probiere jetzt einfach mal alles aus. Die Gießkanne ist leer. Die Tür zum Baumhaus des Eichhörnchens. Ein echter Übellander Dornenstrauch. Buschus Dornius et Aucis. Eine Säge oder sowas wäre ganz geil. Am Ende der Welt ist auch nichts mehr, soweit ich weiß. Los. Damit. Ich. Ist okay, ist okay. Meine Fresse.
Okay, okay. Ich mache nochmal eine kurze Pause.